Hallo meine Lieben, heute gibt es wieder ein schönes Rückbildungsprogramm für euch. Und wer mehr Rückbildungsvideos und auch Videos für die Schwangerschaft sehen möchte, geht einfach auf meinen Kanal Linda Daskewitz und dort findet ihr jede Menge Videos und auch mein neues 8-wöchiges Beckenboden-Online-Programm. Den Link findet ihr bei mir in der Infobox. Da würde ich sagen, wir kommen jetzt direkt in unsere Position. Setzt euch auf eure Matte und wir aktivieren nun unseren Bauch und trainieren jetzt richtig schon die Bauchmuskeln und auch die Rückenmuskulatur. Okay, dazu löst die Beine von der Erde und die Handflächen zeigen nach oben. Wem das zu viel ist, der kann gerne die Hände hinterm Rücken aufsetzen. Ansonsten bleiben die Hände in der Luft und dann strecken wir die Beine kräftig nach vorne, aber ohne Schwung und der Bauch ist fest und der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Langsam lösen, setz dich auf. Okay, kurze Pause. Ein- und ausatmen. Und mit der nächsten Ausatmung kommen wir wieder in unsere Startposition und gehen wieder zurück. Und halte das Ganze hier, Bauchnabel ist fest. Und nochmal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Wir kommen nun in den Vierfüßerstand. Wir positionieren nun unsere Hände so, dass sie unter den Schultern sich befinden. Die Daumen zeigen zueinander und der Mittelfinger zeigt geradeaus nach vorne. Okay, nun lösen wir diagonal rechtes Bein und das linke und den linken Arm. Und wir halten das Ganze und wir pulsieren. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seitenwechsel. Balanciere ich erst aus und dann streck dich, streck dich, streck dich und Puls. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, hier aus gehen wir in die Plank-Position, in den Unterarmstütz. Die Füße setzen wir hinten auch auf, wir kommen auf die Zehenspitzen, der Bauch ist fest und wir halten das Ganze. Halten, halten, halten und wir kommen nach vorn und zurück. Die Fußspitzen schieben uns nach vorne und zurück. Nach vorne und zurück. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und setz die Knie wieder auf. Und wenn du möchtest, mach einen Katzenbuckel und streck die Arme ganz weit von dir und lege deine Stirn auf der Matte ab. Atme ein. Mit der nächsten Ausatmung kommst du wieder in den Vierfüßlerstand. Und dieses Mal drehen wir uns auf die linke Seite. Komm hier in den Unterarmstütz und wir heben das Becken nach oben. Und wenn du kannst, strecke den Arm nach oben und der Blick folgt dem Arm. Und wir halten das Ganze. Für 3, 2, 1 und beim nächsten Mal wippen wir und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und leg ab. Seitenwechsel auf die andere Seite. Auch hier kommen in einen stabilen Unterarmstütz. Der Ellbogen ist auch hier unter der Schulter direkt positioniert und wir kommen hoch. In 3, 2, 1, löse dich von der Erde und der Arm zeigt nach oben und wir halten das Ganze. Halten, halten, halten und wir pulsieren. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Und löse. Komm wieder in deine Ausgangsposition und hier pulsieren wir.
Auch nochmal. Wir halten die Beine hoch und halten, halten, halten. Und Puls, 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 Puls. Noch 3, 2, 1. Und wir steigern das Ganze, indem wir versuchen, die Beine zu strecken. Und halte, halte, halte. Und Puls, 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 Puls. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Geschafft. Die Übung kannst du gerne, wenn du möchtest, täglich machen, wenn du dich fit dazu fühlst. Du solltest vorher im besten Fall einen Rückbildungskurs absolviert haben. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Like da. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, hol das schnell nach. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss und bye bye.